Ich bin ein alter Mann. Einen solchen intensiven Rechtsextremismus habe ich in meinem Leben in dieser Republik noch nicht erlebt. Das ist eine Gefahr. Und die liberale Partei muss eine Speerspitze gegen diese Gefahr sein. Und nicht im geringsten den Eindruck erwecken, dass das nicht so ernst zu nehmen ist. Ich sehe einen Hauch Weimar über unserer Republik, weil nämlich dieses Gift nicht nur auf der Straße sichtbar wird, bei Pegida und anderen, sondern in die Mittelschichten, wie alle Untersuchungen zeigen, eingesickert ist. Die Gefahr wird verharmlost und das ist die große Gefahr. Es wird gesagt, das sind ja eigentlich nur Protestwähler. Nein, das sind Wähler, die ermöglichen einer Partei einen Rassismus in unsere Politik hineinzutragen und in die Lebenswirklichkeit. Das wissen doch inzwischen die Wähler. Das nehmen sie bewusst in Kauf. Und so war es auch in der Weimarer Zeit. Sie haben gesagt, das wird ja schon nicht so schlimm werden. Ja, das sind ja die werden das doch nicht so machen, wie das in Hitlers Mein Kampf steht. Und vielleicht besänftigen wir sie, indem wir sie dabei begleiten und das abfedern. Das ist eine Illusion. Die Extremisten müssen bekämpft werden, müssen ausgegrenzt werden. Selbst wenn man es bewusst nicht will, es wird doch das Handeln bestimmen. Es gibt dann Anpassungsprozesse. Und die sind hochgefährlich. Nicht offene, sondern verdeckte Anpassungsprozesse. Und dass man bestimmte Dinge nicht mehr ausspricht, dass man also schweigt gegenüber Exzessen des Extremismus, das halte ich für hochgefährlich. Diese Stimmungsveränderung im Lande, man kann es ja mal probieren. Was steht schon auf dem Spiel? Wir sind stark genug, damit fertig zu werden. Nein. Wenn das Land sich nicht klar abgrenzt von Neonazis, dann kommt die Demokratie in Deutschland in Teufelsküche. Also eine Zusammenarbeit der Demokratischen Partei mit der AfD wäre ein Dammbruch. Das ist eine wirklich Neonazi-Partei, die Werte unseres Grundgesetzes in Frage stellt. Am schlimmsten ist der Rassismus und darin steckt Antisemitismus. Am schlimmsten ist die Absage an eine Erinnerungskultur, eine Kultur des Erinnerns an die Barbarei der Nazis. Das ist ein Ethos unseres Staates, dass wir uns daran erinnern. Wer das nicht tut, ist nicht gesprächs- und nicht koalitionsfähig. Bei Annäherung gewinnt immer das Original. Siehe Bayern. Und wir sind als Deutsche in einer anderen Situation. Ich lasse das Argument, rechte, rechtsextremistische Strömungen, Parteien gibt es auch in anderen Ländern, nicht gelten. Wir leben mit dem Erbe einer Barbarei, die in unserer Verantwortung zu einem der größten Menschenrechtsverbrechen der Menschheitsgeschichte geführt haben. Das ist der Auftrag unseres Grundgesetzes, uns davon zu befreien. Also mir gefällt bei den Linken, insbesondere in der Außenpolitik, manches nicht. Und natürlich auch nicht, was ihre Wirtschafts- und Sozialpolitik angeht. Aber ich setze sie in keiner Weise mit der AfD gleich. Die AfD hat sich von dem demokratischen Konsens des Grundgesetzes entfernt. Und das ist eine völkische Partei, die sich anlehnt an die Nazi-Ideologie. Ich habe das noch erlebt als ganz junger Mensch. Und ich möchte nicht nochmal diese Denke im Lande haben und ich möchte sie auch in keiner Weise tolerieren. Das heißt also, mit der Linkspartei ist das etwas anderes. Die Linkspartei hat sich distanziert von dem DDR-Unrecht, jedenfalls in der Koalitionsvereinbarung mit den Grünen und der SPD, hat Herr Ramelow das getan. Und sie sind auch dabei, das aufzuarbeiten.
Eine Gleichstellung dieser beiden Parteien ist nicht geboten. Also ich würde der FDP raten, nicht auf AfD-Wähler zu setzen. Ob man das will oder nicht, fängt man darüber nachzudenken, wie können wir sie denn gewinnen. Und da spielt also die Migrationspolitik eine große Rolle. Ich hatte den Eindruck, dass Herr Lindner versucht, auf diese Weise an AfD-Wähler heranzukommen. Und im Grunde das macht, was Herr Seehofer längst aufgegeben hat. Also das kann ich nicht akzeptieren. Und da darf nicht der Eindruck entstehen, als hätten wir irgendeine Gemeinsamkeit mit denen, die Flüchtlinge überhaupt ablehnen. Jeden Flüchtling. Das tun wir nicht. Aber mir fehlt manchmal auch die Offenheit, gegenüber dieser großen humanitären Verantwortung, auch bei Lindner. Die Liberalität der FDP und die extremistische, rechtsextremistische Position der AfD sind wie Feuer und Wasser. Da gibt es kein Zusammengehen, da gibt es auch kein Blinken nach rechts. Die FDP muss strikt bei ihren liberalen Grundüberzeugungen bleiben und darf nicht der Illusion anheimfallen, sie könne Rechtswähler gewinnen. Wir müssen völlig neue Formen des Miteinanders entwickeln, des Zusammenhalts unserer Gesellschaft. Wir müssen auf ein neues Lebensgefühl der Menschen eingehen. Die sind unsicher, ängstlich, haben Sehnsüchte. Da kommt man allein mit nüchterner Rationalität nicht weiter. Und das alles muss aufgearbeitet werden. Die FDP braucht einen Schub in Richtung Freiheitspartei. Es müsste doch wirklich möglich sein, in einer Situation mit so vielen Freiheitsbedrohungen eine große Freiheitsinitiative auf allen Feldern der Politik zu machen. Auf allen. Und das ganz konsequent. Nicht nur in einer Richtung, sondern in allen Richtungen.